Servus Leute und willkommen bei einem neuen Let's Play, nämlich der Flughafenfeuerwehr, die Simulation. Ja, es gab schon einige Gerüchte, dass es nicht so toll ist. Bei mir kommt es leider ein paar Tage später heraus, als wie es bei manchen anderen schon zu sehen ist, dass es nicht so viel Spielinhalt bietet, aber ich will mir es trotzdem anschauen, weil ich es zur Verfügung gestellt bekommen habe von Pushbaum Media. Danke noch einmal an euch. Und da bekomme ich halt die ganzen Simulatoren zur Verfügung gestellt und die werde ich auch dann so mit vorstellen, dass ihr einen ersten Druck zum Flughafen Feuerwehr die Simulation auch habt. Ich will das Ganze mal schauen, ob ich daraus das voll fertig mache, weil es soll ja angeblich nicht so viel Inhalt sein. Das möchte ich gleich vorweg sagen. Aber bitte lasst euch nicht jetzt irgendwie von irgendwelchen anderen Gerüchten oder sowas. Wir werden uns das einfach gemeinsam nochmal anschauen, ob das so stimmt, ob da irgendwelche Fehler oder sonst irgendwas passiert sind bei anderen. Wir schauen uns das einfach mal an und ich würde sagen, wir legen dann mit einem neuen Spiel los. Natürlich, mit welchen Einheiten möchtest du spielen? Mit deutschen Einheiten. Und ja, wir schauen mal. Normal. Halt. Das ist, glaube ich, die Standardeinstellung, die man mal gut nehmen kann. Und ich habe noch nie einen Feuerwehrsimulator gespielt. Deswegen bin ich auch gespannt, mal wie der wird. Und was ich da machen John, muss überhaupt. Hörst du mich? John? Komm schon, sag was. Was ist los? John, rede mit mir. Komm schon, Junge, sag was. Mike? Mike, bist du das? Ja, John, ich bin's, Mike. Was ist passiert? Wir haben den Kontakt zu dir verloren. Bist du okay? Ich weiß nicht genau. Der Boden gab nach. Ich bin gestürzt. Es ging alles so schnell. Schon gut, John. Wir holen dich da raus. Bist du verletzt? Kannst du dich bewegen? Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Komm schon, Junge, bleib bei mir. Versuche aufzustehen und beschreibe mir, was du siehst. Na passt, das werden wir gleich mal machen. Finde der Start von dem Spiel und ich muss ehrlich sagen, die Grafik. Ich bin hier schon irgendwie geil. In einem Kontrollraum für die Bandanlagen, glaube ich. Bandanlagen, ah okay. Wir sind in irgendeiner Fabrik. Ich kann eine Tür sehen. Wir holen dich schon da raus. Kannst du dich bewegen? Ja, wir können uns bewegen. Benutze WASD für all das linke Analogstick, um dich zu bewegen. So, da gibt's Werkzeug. Wir werden nochmal zu der Tür gehen. John, konzentrier dich. Da muss irgendwo ein Gebäudeplan hängen. Na passt. Versuch mir zu sagen, in welchem Bereich du dich befindest. Dann suchen wir mal einen Gebäudeplan. Ich versuche es. Aber coole Atmosphäre, muss ich ehrlich sagen. Wissen, wo genau so, du bist. Wir haben den Gebäudeplan. Dann schauen wir mal, wo wir sind. Gefunden. Mike, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Sag mir, wo du bist. Ich bin auf Ebene 2 in Abschnitt 14. Okay, man sieht es aber mit dem Plan nicht. Ich weiß, wo du bist. Der Bereich schließt an einen Bürotrakt an. Versuch herauszufinden, wie es hinter der Tür aussieht. Ja, werden wir doch gleich machen. Das bedeutet, wir brauchen sicher mal irgendwas Werkzeugmäßiges. So, dann meine Leiter, die wird uns nicht viel bringen für die Tür zum Aufmachen. Aber wahrscheinlich werde ich das nicht gleich machen können, die wir als Werkzeug holen, sondern ich soll jetzt einmal Maustaste oder linke Maustaste. Ah, wir tasten sozusagen ab. Hier komme ich nicht raus, Mike. Dahinter, wenn Feuer ist. Warte kurz, ich lasse mir was einfallen, wie wir dich da rauskriegen. Beeil dich, lange halte ich nicht mehr durch. Wir beeilen uns, gib nicht auf. Kann man da springen irgendwie? Okay, jetzt ist... Ich wollte gerade ausprobieren, auf den Tisch springen. Ladesequenz nach so einem kurzen Ding finde ich ein bisschen schade, muss ich ehrlich sagen. 7 Jahre zuvor? Aber coole Story. Ich hätte nicht geglaubt, dass eine Story eine richtige passiert. Ich hätte geglaubt, ja, kommen Missionen nacheinander fertig. Aber ich muss ehrlich sagen, die Story gefällt mir schon und erinnert mich gerade ein bisschen an einen Film. Ich weiß jetzt nicht, wer heißt ganz genau. Hi, kann ich dir helfen? Ja, ich bin John. Mein ich fange hier heute Tag. Neu an. Okay. Freut mich, John. Ich bin Chris. Kannst du mir sagen, wo ich euren Dienststellenleiter finde? Ja klar, komm einfach mit. Ich bring dich hin. Perfekt. Ein bisschen schade, dass die Leute nicht so cool animiert sind. Ich habe die letzten 2 Jahre auf dem Land bei einer kleineren Dienststelle gearbeitet. Dann dürfte das hier für dich noch ein wenig Umgewöhnung bedeuten. Und wie ist er so, euer Chef? Mike ist in Ordnung. Du wirst ihn ja gleich kennenlernen. So, dann gehen wir zu Mike und schauen wir mal, was er zu sagen hat, der hohe Dienststellenleiter. Ah, es ist, glaube ich, die gleiche Wachstelle. So, hier ist dein Büro.
Wir sehen uns später. Wie danke, überall Chris, in den Feuerwehrsimulationen, die ich dabei gesehen habe. Blick auf den Türgriff, okay. Man muss sozusagen komm anvisieren. Rein. Du musst John sein. Ich habe dich schon erwartet. Ja, bin ich. Hallo, Mike. Sind Sie hier der Dienststellenleiter? Ich bin John. Ich soll mich hier heute bei Ihnen melden. Ja, da bin ich, Junge. Aber du kannst mich gerne Mike nennen. Alles klar, Mike. Ich freue mich, dass ich hier meinen Dienst beginnen kann. Freut mich ebenfalls, John. Ich werde dich zunächst dem Trupp von Chris und Alex zuteilen. Chris hast du ja bereits kennengelernt und Alex, naja, das wirst du schon sehen. Ja, okay. Dann würde ich sagen, pack erstmal deine Sachen in den Spind, rein in die Dienstkleidung und melde dich bei Chris. Alles klar, Mike. Ah ja, Sir. Dann ab geht's zum Spind. Oh, das ist ein bisschen, okay, dann halt, es ist jetzt sozusagen immer ein Schwank in die Vergangenheit und in die Gegenwart, vielleicht auch meinen Zukunftsblick machen, weiß ich noch nicht. John, bist du noch da? Ja, ich bin komm da. Komm schon, sag was. Ich höre dich, Mike. Sag mir bitte, dass du einen Weg hier rausgefunden hast. Lang kann ich hier nicht mehr bleiben. Auf den Plänen des Gebäudes ist ein Lüftungsschacht verzeichnet. Kannst du ihn sehen? Wo soll der sein? Ich kann hier nichts sehen. Konzentrier dich, Junge. Der Schacht muss sich irgendwo in Bodennähe befinden. In Bodennähe? Vielleicht steht irgendwas davor. Okay, in Bodennähe ein Schacht. Schauen wir mal. Wie kann ich... Du musst dich beeilen, John. Ah, okay. Ich weiß nicht, wie lange du dort noch sicher bist. Ja, mach doch eh schon. Ich räume ja schon weg den Skrumpel-Karümpel. Ich hab's gefunden. Aber es ist ein Gitter davor. Sieh zu, dass du das Gitter abbekommst. Ja, super. Und da raus bist, bevor dir die Decke auf den Kopf fällt. Bin schon dabei. Brauch den Schraubenzieher. Verwendet das DR mit der mittleren Maus, der Y-Button. Okay. Mike, ich hab den Schacht jetzt geöffnet. Dann sieh zu, dass du da reinkommst. Ich werde dich durch den Schacht lotsen. Ja, mach ich. Ja, passt. Dann kommst du heil da raus. Danke, Mike. Drücke Steuerung um die linken. Okay, Steuerung zum Kriechen. Da ist es sauber finster. Helmlampe ein- und ausschalten. Perfekt so. Jetzt sehen wir auch was. Aber ich find's wirklich geil gemacht. Da gibt es einen Feuerwehrfilm, nämlich der so ähnlich beginnt, zwar stirbt er nachher da drinnen. Und da wird auch ein bisschen über die Vergangenheit geredet, über seine Familie und so weiter. Vor dir müsste gleich eine T-Kreuzung kommen. Genau. Siehst du was? Okay, Mike, ich seh's. Wo muss ich lang? Du musst nach links. Und dann erstmal ein Stück dem Schacht folgen. Ich find's lustig, wenn da wer Schwierigkeiten hätte mit links und rechts. Und dann in die falsche Richtung gehen würde. So, jetzt stecken wir mal die Axt weg. Wie weit wir kommen. Aber wir gehen da jetzt in Richtung, warte mal, wir sind da so rein und dann gehen wir nach links. Hier geht jetzt ein Schacht nach links weg. Wo muss ich lang? Weiter geradeaus. Dann müsste es nach einigen Metern nach rechts weitergehen. Yep, mach mal. Weil da wäre irgendwo das Feuer, genau. Halt irgendwie. Hoffentlich führt uns der nicht mitten in ein Feuer. Und wir. Aber es ist cool gemacht. Geile Atmosphäre. John? Scheiße. Was war das für ein Geräusch? Scheiße. Ich weiß nicht. Hier bricht alles zusammen. Schnell durch. Du musst dich beeilen. Es ist nicht mehr weit. Boah. Schnell mitnehmen den Karton da, oder die Kiste. Ich weiß nicht, was die da im Lüftungsschacht verloren hat. Hat sicher ein Arbeiter beim Montieren vergessen. Hier geht's jetzt nach rechts weiter. Mir tut alles weh. Noch ein kleines Stück, dann hast du es geschafft. Mach jetzt bloß dich schlapp. So, gleich mal die zerhackt, dass wir da den nicht die ganze Zeit mittragen müssen. Da vorne brauchen wir schon wieder. Und ich glaube, da geht's nach draußen. Zumindest sehe ich was Helles. Halt von der Atmosphäre her finde ich es auf jeden Fall geil. Ich bin gespannt, wie es wirklich mit der Spielzeit aussieht. Geht's da schon nach draußen? Und auch cool, wie das okay. Bild wackelt. Ich habe das Ende erreicht. Dann okay, das zu, geht nicht. Da ja, bin ich ja schon am Weg. So, passt. Mike, ich bin draußen. Wie geht's jetzt weiter? Du müsstest dich jetzt in einem Verwaltungstrakt befinden. Ja. Schau dich dort um. In einem der Nebenräume befindet sich eine Sanitätsstation. Versuche dorthin zu kommen. Okay, das werde ich schon finden. Passt, sind am Weg. Was, während du dich bewegst, kannst du Umschalt gedrückt halten, linken Analogstick oder nach drücken, um zu rennen. Während du rennst, wird deine Ausdauer. Links unten haben wir die Ausdaueranzeige, das bedeutet, wir haben 5 Gesundheit und Ausdauer. Da rennen herausspringst. Okay, dann kann man weiterspringen. So, dann wären wir mal da. Super, irgendwo medizinisches Zentrum. Das schaut eher wie Kantine aus.
Das ist ein Fluchtweg. Wieso ist ein Fluchtweg zu? Fire Alert, Fire Alert. Drückt euch drauf, dann kommt die Feuerwehr. So, schauen wir mal, wo wir da hinlaufen müssen. Das schaut auch eher wie ein Lagerraum aus. Wir brauchen unbedingt ein medizinisches Zentrum. Oh, 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 Verwaltungs... Da brennt alles. Na komm, mach auf. Das schaut eher wie eine Werkstatt aus. Ah, Mike, das schaut gut hörst aus. Du mich? Das schaut gut aus. Ich bin jetzt auf der Sanitätsstation. Wie geht's jetzt weiter? Konntest du erkennen, ob der Weg hinter diesem Trakt frei ist? Negativ, Mike. Der Ausgang ist blockiert. Und dahinter steht alles in Flammen. Und da raucht's rein. Die Luft wird auch immer schlechter. Verstanden. Ich werde einen anderen Ausweg für dich finden. Boah. Chris und Alex sind auch schon auf dem Weg in deine Richtung. Versuche in der Zwischenzeit einen Verbandskasten zu finden, um deine Wunden zu versorgen. Ich hab doch keine Wunden. Ich hoffe auch, dass sich hier etwas finden lässt. Ja, dann lass mich mal reingehen. Werden wir mal schauen, da irgendwo wird es ja was geben zum Verbinden. Da nicht. Da haben wir einen Verbandskasten. Mike, ich habe einen Verbandskasten gefunden. Jetzt haben wir wieder 50. Aber die Luft hier drin wird immer schlechter. Beeil dich, ich halte hier nicht mehr lange durch. Ja, dann geh doch wieder raus im Gang. Vielleicht ist da ja was anderes auch noch. Wo gehen wir jetzt hin? Scheiße. Brandmeldealarm 6 Jahre zuvor. Das bedeutet, vorher waren wir 7 Jahre zuvor, da wo wir angefangen haben, bis jetzt haben wir 6 Jahre zuvor. Der erste Brandmeldealarm. Wisst ihr eigentlich, wann wir den neuen Panther bekommen? Das würde mich auch interessieren. Die Löschperformance bei dem neuen Modell soll noch besser sein. Dich lassen wir aber nicht ans Steuer. Sicher? Was? Wieso das denn nicht? Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie du dich damals mit unserem Panther festgefahren hast. Geh so ein Blödsinn. Wir können ja einen Fahranfängeraufkleber auf die Rückseite kleben. Haha, als ob das helfen würde. Guck nicht so traurig, Chris. War doch nur ein Scherz. Und wer redet da jetzt gerade? Hier könnt ihr es ja machen. Dafür gebe ich dir jetzt eine Cola aus, Chris. Danke. Achso, nein, ich bin ja nicht Chris, ich bin ja John. Das mit der Cola müssen wir wohl verschieben. Achtung, na dann. Einsatz für den gesamten Löschzug. Es rücken alle Fahrzeuge zu einem Brandmeldealarm im Passagier. Ja, lass uns doch raus. Im Lagen- und Gastronomiebereich aus. Ach Gott. Red nicht so laut. Ja, komm. John, du fährst. Ja, ich fahre. Passt. Perfekt. Mit was darf ich fahren? Begib dich schnell zum HLF4. HLF4, was ist das HLF4? Ah, da haben wir schon. Ich muss mich auf die Fahrerseite setzen, sicher. Muss ich die noch einsteigen lassen, oder? Andere Kameraansicht. Boah, Jungs. Was, verwende W und Pfeiltastentrigger. Ah, da, Pfeiltasten, nur das. Erreiche schnellstmöglich den Einsatzort. Wie kann ich Alarm anschalten? Da geht's nicht. F-Tasten nicht. Was war da jetzt? Okay, es lädt wieder wahrscheinlich. Jetzt sind wir wieder in zurück irgendwo. Brandmeldealarm. So von der Story her finde ich es ziemlich gut gemacht. Gefällt mir besser als der, was ich manchmal gesehen habe bei den anderen Teilen. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt eingeschalten. Sonst von der Grafik her, ja. Gefällt mir das in die Story, wo wir zuerst hinter ausbrechen, halt sozusagen, wo wir eingeschlossen sind, fast besser. Scheiße. Da können wir doch abschneiden. Pfeifen wir drauf. Ich bin schneller. Schnellstmöglich. Gibt es ja nicht eine Karte, dass ich das angezeigt bekomme? Nicht nur die Dummen, weil dann könnte ich ja vielleicht einen Abschneider fahren. Ah, scheiße. Jetzt habe ich geblinkt. Boah, ich hätte mich da hinpacken sollen. Was mache ich für einen Blödsinn? So. Die Einsatzkräfte von TLF-2 und HLF-4 melden sich umgehend bei mir am ELW-1 zur Einsatzbesprechung. Ja, verstand, dann, Mike. Dann aussteigen. Am ELW-1, das ist der da drüben, schätze ich einmal. Einsatzleitwagen. Irgendwo im Gebäude gibt es eine Rauchentwicklung. Bislang konnte niemand die Ursache dafür finden. John, du gehst gemeinsam mit Alex und Chris rein. Schnappt euch die Ausrüstung und seht zu, dass ihr die Ursache schnellstens findet. Alles klar, Mike. Passt perfekt. Los, John, komm mit. Ja, machen wir doch gleich. So, wir müssen uns jetzt sicher mal eins Zeug holen. Nimm BA und Axt. Schauen wir mal, da haben wir die Axt.
Und dann brauchen wir noch Atemschutz von irgendwo. Da ist Wasser. Das ist auch nichts. Was ist los, John? Wir warten auf dich. BA, Axt und Feuerlöscher. Nimm BA, Axt und Feuerlöscher. Ja, ich habe aber nur dabei. Was? Da, Feuerlöscher. So, was noch? Was ist BA? BA, Feuerlöscher aus dem. Was ist BA, BA, BA? Wenn ich jetzt wüsste, was eine BA ist, das wäre cool, wenn das erklärt würde. Ah, BA, Sauerstoffmaske. Perfekt, wir haben alles. Ja, alles und ich würde sagen, wir holen's. Wir müssen da jetzt hinterherlaufen und wir machen einen Cut gleich hinein und es geht gleich weiter im nächsten Part, wenn der wieder kommt, morgen wahrscheinlich. Und wir sehen uns dann morgen in einem neuen Part vom Flughafenfeuerwehr-Simulator. Bis demnächst.